Buenos dias, ihr Lieben. Ja, herzliche Grüße aus dem sonnigen Costa Rica. Es ist mittlerweile kurz nach 5, also nachmittags. Und wir haben ja Regenzeit. Also hier oben sehen wir eigentlich fast jetzt gerade nur noch eine weiße Wand. Und jetzt gerade im Moment hat es auch ein wenig aufgehört zu regnen. Sonst hat es hier fast den ganzen Tag durchgegallert, was ja schon etwas anstrengend ist. Jedenfalls wollte ich etwas mit euch teilen, nämlich mein großes Glück. Es ist nämlich gar nicht so einfach für Männer, die auf großem Fuß leben, Schuhe zu finden. Und deswegen mein ganzer Stolz. Tata! Wir waren ja letztens in San José, der Hauptstadt von Costa Rica. Und da haben wir dann ein Sportgeschäft gefunden, die sogar 4 verschiedene Modelle in 47 hatten. Also für alle, die jetzt gerade noch irgendwie auswandern wollen nach Costa Rica und die vielleicht auch große Füße haben, also sagen wir mal größer als 45, dann würde ich sagen, deckt euch auf jeden Fall mit etwas Schuhwerk ein. Sonst wird es echt ein bisschen spannender. Ja, und ansonsten soll es heute auch einfach nur ein kurzes Video sein. Ein kleines Hallo. Und ja, was ich, also ich kann noch ganz kurz davon berichten, von dieser Kommentarsache. Also wenn man ja so ein Video sieht und Kommentare liest, ich finde es ehrlich gesagt immer ziemlich witzig. Also was mir manchmal so vorgeworfen wird. Letztens war dann auch einer, es war eigentlich bisher so mein Highlight, dass mir vorgeworfen wird, dass meine Titel zu reißerisch sind, dass ich dann irgendwie Klicks generieren werde oder möchte, um damit wahrscheinlich dann total viel Geld zu verdienen. Ja, bei 93 Abonnenten kann das irgendwie, oder ist wahrscheinlich ganz knapp davor, also ab 1000 Abonnenten kann man, glaube ich, so ein bisschen Geld auch dabei verdienen, so was ich weiß. Also das ist ehrlich gesagt ziemlich lächerlich. Und ich finde es sowieso immer so ein bisschen schade, aber das ist halt auch so typisch deutsch in meinen Augen, dass dann so eine eher so eine Missgunst dann auch dann da ist, dass dann auch eher nach Fehlern gesucht wird, als dann eben sich zu erfreuen daran, was denn auch hier gerade noch so ist. Oder ja, aber manche sind immer nur die ganze Zeit auf Fehlersuche. Nein, das stimmt nicht. Oder hier, dort sind das. Da hast du irgendwie was Falsches gesagt. Ja, mein Gott. Also, nobody is perfect. Ich bestimmt nicht. Ich am allerwenigsten. Und ich mache aber trotzdem so weiter. Also, ich mache das einfach nur, weil es mir ein bisschen Spaß macht. Ich heute schon zum zweiten Mal, liebe Grüße an Christine, angesprochen wurde. Hey, bist du nicht der YouTuber? Ich finde es irgendwie witzig. Ne? Aber ja, Costa Rica, besonders halt unsere Ecke, fühlt sich doch ein bisschen an wie so ein kleines Dorf. Ja, naja. Also, ich hoffe, ihr versteht total viel Spaß. Und wenn, übrigens, manchmal verschwinden irgendwelche Kommentare bei mir. Ich lösche gar nichts. Ne? Ich fand das schon in Deutschland schon immer bescheuert mit irgendwelchen Kommentarfunktionen, wo dann irgendwelche Leute zensiert wurden. Ich auch, also wo ich gerade halt meine Meinung geäußert habe. Ich werde das nicht tun. Also falls sich irgendjemand mal wundert, hört, da ist ein Kommentar weg. Ich habe nichts gelöscht. Ich werde nichts löschen und antworte in der Regel eigentlich auf alles, weil es einfach nicht so viele Kommentare sind. Also von daher kann ich da auch locker drauf antworten. Und es macht mir irgendwie auch Spaß. Auch wenn es total in meinen Augen völliger Schwachsinn ist. Ja, wo ich dann auch denke, Mann, hab doch mal ein bisschen Spaß und sieh doch nicht mal alles so ernst. Also, ganz, ganz liebe Grüße aus dem sonnigen Costa Rica.